10 Liter oder 40 Liter? Welche ist eigentlich die richtige Rucksackgröße für mich? Viele von euch kennen bestimmt das Problem, man möchte sich einen neuen Rucksack anschaffen und die Auswahl ist erstmal überwältigend. Also was macht man? Man filtert nach Eigenschaften und eine dieser Eigenschaften ist das Volumen. Und das Volumen kann man in 5 unterschiedliche Kategorien aufteilen, die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Kategorie Nummer 1 sind die Rucksäcke bis zu 10 Liter. Da findet ihr die klassischen Daypacks für den Ausflug in die Stadt, den Weg ins Büro, Kinderrucksäcke für unsere Bambinis oder aber Rucksäcke mit einem speziellen Einsatzgebiet, wie zum Beispiel die Laufwesten, die ich dann zum Trailrunning verwende. Kategorie Nummer 2 sind die Tagesrucksäcke zwischen 10 und 25 Liter. Hier findest du meistens kompakte Rucksäcke, die trotzdem genügend Platz haben, um alles zu verstauen, was ich den Tag über beim normalen Wandern, Radeln oder Skifahren so brauche. Unkompliziertes Handling und trotzdem genügend Stauraum sind hier im Vordergrund. Kategorie Nummer 3 sind die Wochenend- und Tourenrucksäcke zwischen 20 und 35 Liter. Ab der Größe, fangen die Mehrtagesrucksäcke an und die gibt es in ganz, ganz vielen Ausstattungsvarianten, eben je nach Sportart. Hier findest du meistens so die klassischen Allrounder. Kategorie Nummer 4 sind die Trekking- und Alpinrucksäcke zwischen 30 und 45 Liter. Die haben genügend Platz, um alles Equipment aufzunehmen, was du auf einer langen Hüttentour brauchst, sind aber trotzdem kompakt genug, um dich beim Hochtourengehen oder Alpinklettern nicht zu behindern. Und Kategorie Nummer 5 sind die großen Trekking- und Reiserucksäcke zwischen 40 und 70 Liter oder sogar darüber hinaus. Und die bieten vor allem eins, viel Platz und einen hohen Tragekomfort. Das sind deine Begleiter auf mehrwöchigen oder sogar mehrmonatigen Abenteuern. Aber Achtung, in der Kategorie würde ich mich immer hinterfragen, ob ich die Größe wirklich brauche, weil ich bin Fan vom Grundsatz Travel Light. Das waren die wichtigsten Infos zu den Kategorien des Volumens. Welcher Rucksack der richtige für dich ist, ist aber natürlich nicht nur abhängig von der Größe, sondern auch von den individuellen Wünschen und deinem Einsatzgebiet. Schauen wir uns zum Beispiel mal die unterschiedlichen Rückensysteme an. Wenn du eher beim Wandern unterwegs bist und die maximale Durchlüftung willst, dann wäre eher ein Netzrücken die richtige Wahl für dich. Warum? Man sieht es hier schon bei dem Salewa-Rucksack, der hat zwar keinen klassischen Netzrücken, aber die Schulterträger sind mit Abstand zum Rucksack montiert, heißt hier habe ich eben die maximale Durchlüftung. Wenn du eher viel beim Hochtourengehen, Klettern oder Skibergsteigen bist, dann ist ein integriertes Rückensystem deine Wahl. Warum? Damit ist der Schwerpunkt des Rucksacks viel näher an deinem Körperschwerpunkt und der Rucksack kann dich nicht in irgendwelche Richtungen ziehen, was hier und da ja echt fatal werden könnte. Ansonsten sind auch noch die Befestigungssysteme ein wichtiges Entscheidungskriterium. Wenn du weißt, du nimmst regelmäßig Ski oder ein Seil mit, naja, dann muss der Rucksack genau diese Befestigungssysteme auch haben, wie beispielsweise hier eine Eispickelhalterung oder die Laschen zur Skibefestigung. Ansonsten noch ein wichtiger Hinweis für alle Frauen, mittlerweile haben viele Hersteller auch spezielle Damenvarianten, die ganz genau auf die Anatomie des weiblichen Körpers angepasst sind. Ach ja, und übrigens, in unserem Shop findest du auch den Rucksackberater, da kannst du all diese individuellen Wünsche und noch viel, viel mehr eingeben und der Berater zeigt dir einfach die passendsten Ergebnisse. Und ich bin mir sicher, dass du mit den Tipps auch den richtigen Rucksack für dich findest. Und wenn du ihn dann in Händen hältst, dann schau dir gerne auch unsere anderen Videos an, wie packe ich den Rucksack richtig und vor allem, wie stelle ich ihn auf mich und meinen Körper ein. All diese Infos findest du zum Nachlesen natürlich auch nochmal im Bergzeit-Magazin.